Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Ein neuer Stop. Komm hier da ran. Warte. Wir kommen da ganz scharf, Brett. Aha. Auf jeden Fall erstmal Feldforschungsabbruch. Durchbruch, meine ich, nicht Abbruch. Brech nicht die Schule ab, Leute. So. Bitte abbrechen. Und? Es ist ein Latias, nicht shiny. Brauche ich nicht. Auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal, was wir heute so machen. Es gibt einen neuen Fangtrick, den zeige ich euch. Der ist echt krass. Eigentlich ist es gar nicht so krass. Ihr könnt jetzt einfach unten auf zurückgehen drücken. Mit dem neuen Update. Aber wie gesagt, das zeige ich euch später nochmal genauer. So Leute, wir gönnen uns erstmal ein Eis. Recht billig, 1,30 sogar nur. Eigentlich echt gut für Münchnerpreise. Ich habe hier Schoko, normalerweise nie Schoko, aber das sah zu saftig aus hier. Mein schmeckt nach gar nichts. So Leute, wir... Werbung. Yay! Arena-Tour mit dem Roller. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, ich habe den schon getestet. Fahrt beginnen. Beende deine Fahrt? Was? Nee, Fahrt beginnen. Fahrt beginnt. Vielleicht dann. Fahrt beginnt. 3 Sekunden. Oh mein Gott, los geht's, Leute. Die Kamera bleibt hier. Tschüss, viel Erfolg. Ja. So, erste Arena angekommen. Ziemlich chillig. Problem ist, jetzt während ich die Arena angreife, läuft die Zeit. 1 Minute 15 Cent. Was für 15 Sekunden. Es dauert so eine Arena, die voll ist. Im Schnitt, keine Ahnung, 3-5 Minuten. Wenn es so eine richtig voll ist. Geht schon aufs Geld, also das machen wir jetzt einmal zum Spaß, aber dauerhaft jeden Tag. Die Tour können wir auf jeden Fall nicht so machen. Aber wäre schon geil, also. Das ist echt geil. Da kann ich auch direkt da zur nächsten Arena fahren. Die Arena hier ist zum Glück schon angeschlagen. Das heißt, ich brauche nur eine Runde. Dann können wir direkt weiterfahren. Aber ansonsten wäre das pures Geld, was wir hier an der Arena verbraten. Anstatt dass wir Gold machen, verlieren wir Gold. Aber witzig ist es auf jeden Fall. Ist auch neu, also lockt sehr viele Blicke auf sich. So, fertig. Ich muss mal schauen, wo die nächste Arena ist. Ich weiß es so ungefähr, aber ich kann ja nicht während der Fahrt drauf schauen, deswegen muss ich es jetzt schon mal abchecken. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, irgendwo bei der Arena-Tour. Ich habe auf jeden Fall meine Arena gemacht. Ich wollte noch farmen, die 200.000 knacken. Aber, Alter, das Wetter, bei dem Wetter hat man keinen Bock. Ich zeige euch gleich noch den Fun-Trick. So, warte mal. Das war den Bildschirmaufnahme machen. Jetzt auch schon nach 22 Uhr das neue Event. Das dreijährige Jubiläum hat angefangen. Mit der neuen Forschung. Forschung zum Durchstarten. 6 Aufgaben. Eine davon, Freunde adden. Und die ganzen Gruppen gehen schon ab. Addet mich, ich brauche einen neuen Freund, dies, das. Muss jetzt erstmal ein bisschen laufen für die, um ein Ei auszubrüten. So, Leute. Der alte Fangtrick war, entweder den Ball oder die Berge, ich habe es mit der Berge gemacht, so rüberziehen, werfen, loslassen, auf raus gehen. Klingt kompliziert, aber man gewöhnt sich dran. Jetzt ist der neue Fangtrick ganz einfach. Mit dem neuen Update, da gibt es auch einen neuen Ladebildschirm. Ihr müsst einfach nur werfen und dann geht ihr hier auf zurück. Genau dasselbe. Ihr spart euch noch mehr so viel Zeit. Also mit dem Fangtrick spart man sich eh schon viel Zeit, weil man einfach die Animation des Balls überspringt. Und jetzt überspringt ihr noch mal ein paar Sekunden. Also C-Day kann kommen. Das Pokémon bleibt nicht garantiert drin. Das ist einfach so, als würdet ihr einen Ball werfen und ihr überspringt halt das Ganze hier. Da ist ja auch nicht garantiert, dass er drin bleibt. Entweder bleibt er drin, dann habt ihr ihn im Beutel oder ihr müsst halt nochmal werfen. Das Einzige, was ihr dadurch macht, ist halt das mit dem Gewackel überspringen.
und das hier, das ganze Zeug hier. Und das spart halt eine Menge Zeit. Und da das Event jetzt angefangen hat, können wir uns ein Pikachu abholen. So, wir sind fertig gelaufen, Leute. Erstmal ein Ei, daraus kann glaube ich kein Shiny kommen. Also Knospi kann schon Shiny sein, aber ich meine von den Alolas. Weil das ist noch ein altes Ei. Und wir holen die Belohnung ab. Ich zünd mal ein Sternstück. Weil das müsste extra Staub geben. Ich check mal kurz hier den Staubstand. 1,78. 1,78. Kriege ich jetzt 15. Dann müsste ich bei 23 sein. Oder kriege ich 22,5. Und? Was kommt da raus? Dein Ernst? Ich check mal den Staub ab. Nee, wir haben sogar mehr bekommen. Sternstück funktioniert, Leute. So, was sind die Aufgaben? Verdiene einen Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel. Alter, was für Belohnung, Mann. Krass. Mache einen Schnappschuss von Trattini, okay. Entwickle einen Trattini, okay. Wir gehen gerade eine Straße entlang. Weil hier waren eigentlich mal, die Straße war voll mit Graffiti und ich wollte das eigentlich mal einreichen. Und irgendein Typ hat die Graffitis aber an der falschen Stelle eingereicht. Jetzt sind wir nicht mehr sicher, ob es echt diese Straße war oder die einfach alles übermalt haben. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Quest erfüllt. Sternstück läuft noch. Ein Premium Pass. Saftig. So, verwendet 10 Power-Ups. Schafft mal. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga. Schafft mal. Kämpfe in einem Raid. Nein! Das war's für heute, Leute. Immer diese Raids. Also, wir haben die Graffitis entdeckt. War noch ein bisschen weiter. Okay, ihr seht nichts, das ist einfach dunkel, dunkel. Ich glaube, ich. Da, genau das Garfield. Also, ich versuche hier morgen. Okay, morgen nicht. Doch, vielleicht morgen. Ein paar Sachen einzureichen. Dann seht ihr das. Was ihr jetzt nicht seht, weil es dunkel ist. Oh mein Gott, Leute. Also die anderen zwei zocken die ganze Zeit Harry Potter. Und ich muss ihnen halt Bescheid geben, wenn irgendwas spawnt, was möglicherweise shiny sein kann. Und wir haben gerade gesagt, hey Nidoran, kann shiny sein. Über den freue ich mich, der ist relativ selten. Ein guter Tag. Danke schon, danke, danke. Hä? Ja, was? Ein guter Tag, gute Leute. Oh ja, das auf jeden Fall. Bisschen die Nachbarschaft erkunden, mögliche Stops. Okay, ist der nächste Morgen. Ich kann weitermachen mit der Spezialforschung. Ich mache das wahrscheinlich aber erst, wenn die Raikou Raids anfangen um 16 Uhr. Vergesst nicht, alle meine Freunde, Glückseier an. Wir steigen auf und wahrscheinlich machen das eine Menge, also an sich sollte jeder ein Glückseier zünden. Aber für die Aufgaben jetzt gibt es dann 4x 15.000 EP. Mit Glückseier kann man schon mal mitnehmen und dann die nächsten Aufgaben. Also wie der Name der Feldforschung schon sagt, ist auf jeden Fall eine kleine Sprunghilfe für Neulinge. Aber an sich, das nimmt man immer gerne mit. Eine Menge EP und ein bisschen Staub. Das könnte Niantic eigentlich öfters bringen. Es muss jetzt nicht immer eine Spezialforschung sein, wo was Krasses drin ist wie Mew, Celebi oder Jirachi. Das können ja auch so kleine Mini-Spezialforschungen sein, wo eben halt nur Staub und EP und halt die ganzen anderen. Also es gibt ja auch Glückseier und Sternstücke und Pässe. Also solche Spezialquests können die doch öfters bringen. Hält die Leute bei Laune, macht Spaß und man hat was zu tun. Also gerne mehr davon, Niantic. Und wie gerade angesprochen, Raikou Day, macht euch bereit ab 16 Uhr. Ich bin gespannt, Alter, ich sehe schon so viele Gruppen. Das wird, glaube ich, heute wieder echt hart abgehen. Wir machen eine Menge. Ich versuche mindestens ein Shiny zu bekommen. Mein Glück bei legendären Raid Days ist nicht so toll, aber ich versuche es. Heute echt eine Menge. Kommen die ganzen Arena-Punkte, das wird echt saftig. Top kommt da jetzt Garchomp. Hier heißt der Knackack. Groudon, Gihonio, also einfach Boden. Ist ja auch dieser Bonus aktiv. Seit gestern mit den Alola Shinies dieses dreijährige Jubiläum und Raids. Da sollen die Raids mit Freunden ja leichter gehen. Also, ich denke, ihr braucht jetzt nicht so viele Leute und. Raids werden ja eigentlich immer herabgestuft, also das sollten 4er sein und keine 5er Raids und dementsprechend auch schwächer. 100er Raikou ist übrigens 1972. Mit Wetterboost 2466, aber bei dem Wetter sieht es nicht nach Regen aus. Auf jeden Fall mache ich jetzt das Video, dann gehe ich raus.
noch ein bisschen farmen, weil die Shiny Alolas sind am Start. TZ treibt sich auch irgendwo rum vielleicht. Vielleicht farme ich jetzt ein bisschen mit ihm und dann Raikou-Day. Euch viel Spaß, viel Erfolg. Video kommt dann morgen dazu. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.